Was? Warum? Hä? Wieso ist das jetzt... Jetzt habe ich's richtig rum, aber gespiegelt. Was ist das? So. Also... Koromon. Unknown Gamepad detected. This game is still in development. Current demo does not represent the quality of the final game. Das hat auch keiner gesagt. Ding dong. Time to get up. Did you hear the doorbell? A package from Luxdolz is just delivered. Why don't you come downstairs and we open it? I'm sure your application got accepted. Get ready, so wie Kengo celebriert. Remember to put something nice for you. Byte item, byte trade, what? Warum nimmt OBS dieses Spiel nur so ruckelig an? Ich habe weder irgendeine CPU-Auslastung, noch ist irgendwas anderes mit dem Spiel los. Weißt du was? Ich mach mal kurz was anderes. So, vielleicht geht das ja besser. Good morning. You looking sharp? Alter, diese Emotes. The packet is right over there. Say, bro. Why would they send over a phone? We already have one. Have you been living under a rock? This is Luke's phone, Mom. It's probably a message on it. Let's have a look. Aha, video message. From YouTubes. Hello there, Aspirin Trainer. Thank you for the interest in joining Luxoids. My name is Hubris, the founder of Luxoids. In this video we give you a short introduction to what we do. Oh yes, we have a studying a mysterious creatures in Velula. Called Kromon. What makes them where we are? How many are there? There's some of the questions we try to answer. And to answer these, we put together a skilled team of researchers over the years. A team that feels like a family. Together we already make shit and lore that I can't read because I can't English. Mein Englisch ist nicht in dem Maße gut, dass ich mir das alles durchlesen würde. Leave me hanging.
Ich meine, ich würde das gerne alles lesen. Aber ich kann es halt nicht. Reicht dann jetzt auch? Ja, hier ist doch jetzt... Leute! Jetzt... Mach halt! Egal jetzt. Lass die da stehen. Ich möchte bitte Stellen mit weniger Story, die ich eh nicht lesen kann. Hier lüftest Dream, denn hier kommt True. Ja, danke. Er geht seinen Weg und erkennt die Gefahr. Guck ihn nicht so komisch an, du hast einfach die Tür blockiert. Hello, new trainer. Could you come here for a minute? No, then I have enough dialogues for heute. Thank you much for trying out our demo. We hope you will enjoy it. Sie haben also NPCs von sich selbst eingebaut, um nochmal das zu sagen, was am Anfang des Spiels schon als Disclaimer dastand und auf der Shop-Seite vom Spiel ebenfalls. Nice. Any feedback is appreciated, both positive and negative. If you like the game, please add it to your Steam wishlist. Natürlich, müssen sich direkt auflösen, klar. Das einzige Feedback, was ich haben würde, ist eine deutsche Übersetzung, damit ich verstehe, was abgeht. We still to know your preferred difficulty. Ich glaube tatsächlich der Versuch, irgendwelche Settings in die Spielwelt einzubinden, ist irgendwie schief gegangen. Ich meine, was ist die Lore für Difficulty? Ja, wenn du nicht hart wählst, werden alle überlevelten Viecher, denen du begegnest, von unseren Elite-Snipern weggeschossen, bevor du sie auch nur erblicken kannst.
Difficulty Handbook. I read it carefully. Easy. Take it easy. Kuroman will fully restore the MP when they level up. No more backtracking. Schön, wenn das als Feature verkauft wird. Shop-Items kosten nur die Hälfte. Wenn einer von deinen Viechern kaputt geht und du brauchst kein Revive-Item, you can feed it any healing cake. Das heißt, man bräuchte normalerweise ein Item, um es wieder zu beleben, und jetzt kann man einfach normale Heil-Items benutzen. Auf easy. Ich hoffe übrigens, dass das auch nur für easy so ist und es dann nicht heißt, ja, auf schwer kostet alles das Doppelte. Normal. No extra rules. Hard. This difficulty is for trainers who want a challenge. If one of you will leave your squad. Adding the call of the wild, it returns to its habitat. You can escape from any battle, retrainers stand up for themselves. Ach so, kennt. Du kannst nicht flüchten. Yeah. Also hart ist eigentlich die Nuzlocke Challenge. Bist du insane? The most challenge difficulty. The rules of hard difficulty, these rules also apply. You can't use any recall items, forcing you to travel to Kuroman habitats. Ich habe keine Ahnung, was recall items sein sollen. Aber da da steht Forcing You to Travel, denke ich mal, es sind irgendwelche Items, die eine Schnellreisefunktion sind. You may only catch one Kuroman each area, use the looks if it faints, you are out of luck. You are free to capture any perfect Kuroman. Also das ist wirklich Nuzlocke-Regel. Du kannst nur eins pro Route fangen und irgendwie. Ja. Die Demo nehme ich einfach mal easy. I don't have gauntlet or any Kuroman yet. Don't worry, I'll provide it for you. Oh my god, I need to come here. You have fun on a loose end of the was before. Nine. Thank you. I got the Kuroman level. Just ring. Yeah! Hallo, ich bin hier für mein Fifth Roman. I'm supposed to get over there. In the right place then, you have a gauntlet.
Ich kenne Gauntlet nur im Zusammenhang von wegen viele Gegner greifen an. Was ist die richtige Übersetzung für Gauntlet? Ich habe keine Ahnung. Ein Handschuh? Oops, sorry, trainers use this to carry a coma with them. Nee, Glove. Was heißt denn Gauntlet? Keine Ahnung. And this further inside. Help you with your first color, man. Yeah. Nice. I will become the dating service. Was ist das für ein Pseudo-Future-Shit hier? Du hast ja gar kein Hirn. I'm going to ask you some questions. Ist das jetzt so, dass man irgendwie, keine Ahnung, 30 zur Auswahl hat und je nachdem, was man jetzt antwortet, kriegt man 3 davon vorgeschlagen? You encounter a wild Kuruman, what's your first reaction? See what it does. What is your motivation for become a Kuruman trainer? Ich hab die Demo gesehen und wollte es mir mal anschauen. Keine Ahnung. Some good motivation. Which of these 3 attacks appeals the most? Appeal? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Which of these colors appeal the most of you? Red. Describe your ideal first date. Skydiving, keine Ahnung. Yeah, your options. Tulga. Very strong, loves to battle, and can learn powerful moves. Water type. Junge, das sieht mehr aus wie ein Dämon. Jetzt. Oh, Pflanze? Oh, nee, Eis.
Also ich bin tatsächlich irgendwie zwischen Feuer und Wasser. Details. Ach, du bist das. Bring us with them in the entire life. Ach was, nehme ich einfach den hier. Nein. Variant traits. How you fight with your great depend which trait. You must be arching to try out a battle. Antwortet aber nicht. Ah doch. Dangerous to go alone, take this. Man, you're doing battles. No way wrong, I don't have any rounds. In der Test Center. Spinner Test Center. Ich würde aber lügen, wenn ich sagen würde, ich habe jetzt Interesse, mir diese Dialoge, die ich eh nicht verstehe, durchzulesen. Wo muss ich jetzt hin? Ah, das sieht aus wie... Ja. Bist du's? Und die da oben gucken einfach so, wollen die etwa kämpfen? Auf einem Trainingsplatz für Kämpfe? Nein. Nom.
Aha, also wenn jemand meine Verteidigung senkt, steigt sich meine Spezialverteidigung. Alter, ich mach sie voll kaputt. Level 6. Bubble Burst unlocked. No. So ein guter Kampf. Ja. You can go to the trainer hub. They will take care of your. Und was ist, wenn er hart oder insane gewählt hat? Dann wäre sein Viech jetzt weg. Oder zählt das nur für Viecher, die man gefangen hat? Ja. Happy Birthday, Bro. Und jetzt steht mir die ganze Welt offen. Oder auch nicht. Ist das auch wie ein Pokémon, das in diesem Zeug hier Viecher kommen? Yep. Du schon wieder. Downloaded. What? Bubble. Nom. Und noch mehr Nom. Awake some of its potential. Ich weiß übrigens nicht, ob ich das so ganz verstanden habe. Es gibt XP für normale Level-Ups und XP für Potenzial. Und Potenzial sind sozusagen Dinge, die man verteilen kann. Oder ist es einfach random, wann man. Nee, es ist ja. Ich meine, das wären zwei Leisten gewesen nach einem Kampf. Seltsam. Ich kann doch hier im Shop bestimmt auch irgend so ein Ding zum Fangen kaufen. Diese komischen Fidget Spinner. Ich würde gerne einen Fidget Spinner kaufen. Burn, Curse, Freeze. Poison. Wie die einfach wirklich Spinner heißen. Ich hab einfach drei von jedem. Lux Recall. Recall to Luxols Campus.
Ja. Und vielleicht kriege ich auch noch für Coupons. Ja, komm. Yes. Enjoy your discount. Bubbles. Ich wollte es fangen. Armando. Bubble. Bubble ist einfach OP. So, stirbst du dann auch, wenn ich dich beiße? Nein. Kann ihn sogar nochmal beißen. Vor allem, ich mach's jetzt einfach wie ein Pokémon. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt. Normal-Type-Pokémon. Koromon, nicht Pokémon. Sieht das wie ein Normal-Type aus? Kann man ja mal machen. Los, mein Fidget Spinner. Yes. No. Wollte ich natürlich noch Coromon Summer von mir aus. Isn't holding anything. Oh, ich kann ihnen ja auch die Items geben. Join your squad. Ich habe meinen ersten Fidget Spinner erfolgreich eingesetzt. Dann switche ich es gleich mal an Slot 1. Und... Ach ja, hier. Give Item. Okay. Ich kann die Items nur benutzen, wenn... sie auch für Benutzung da sind. Und die Beeren an sind es anscheinend nicht. Also diese Kuchen, die aber irgendwie aussehen wie Äpfel. Oh. Nice. Ist das eigentlich irgendwie sowas wie eine Schatztruhe da drüben? Amado.
ich hab dich nicht gerufen. Dich meine ich doch gar nicht. Au. Auf mich mit deinen Ohren zu verprügeln. Autsch. Nimm das. Ja, verbluten. Ja. Alter, das war eine richtige Lootbox. Kann es sein, dass die Rate für die seltenen Viecher nicht so hoch ist wie im Pokémon? Egal, hol ich mir einfach auch. Ich habe ja gerade einen Fidget Spinner bekommen. Lass den Spinner spinnen. No. Wo können wir hier denn noch hin? Greetings. Take this cake. Shouldn't go any further without completing my training. Alter, eine Schatztruhe. Cake. This river is a perfect place to catch some water. Water. Kann ich eigentlich da in die Ecke? Amardo sagt nein. Aber ich sage, es ist mir egal. Du wirst einfach sterben. Vielleicht nicht an meinem Vogel, aber... Kritische Hitchance. Squat. Alter, das macht mir ja gar nichts. Stirb! Stirb! Sogar wirklich hin, aber es bringt mir nichts. Diese Version von den Viechern sind halt echt nicht selten hier. Ich meine, ich bin hier nicht unbedingt am Grinden, aber
Das ist halt schon der zweite. Einfach ein Shiny-Only-Run in dem Spiel hier, oder was? Stirre! Oder sollte ich das Ding fangen? Ach komm. Wir haben noch Platz im Squad. No. No. Das ist halt die Frage, was muss ich jetzt machen? Muss ich hier mit irgendwem reden? Okay. Video Capture One von mir. Ja, du kannst mein neues, mein anderes Viech haben. I can jump on you and make it in the grass. Be sure you have enough strong coromon to protect yourself. I'm glad I was ever strong enough to evolve, and we can finally go on quests. Das ist nämlich auch eine Sache, die ich gern noch sehen würde, aber ich glaube, in der Laufzeit dieses Videos werde ich nicht mehr dazu kommen, irgendwas zu entwickeln. Oh, da ist auch noch eine Truhe drin. Ja, moin. Kombi Cake. I'm working for a new gadget. Das ist ein Secret. Hey, ich erzähl dir von was, aber das ist ein Geheimnis. Jetzt einfach nochmal zurück in dieses komische Labor, vielleicht. Also nur vielleicht. Muss ich mit dem reden? Komm mal. Research Combination.
Mal, ist die Demo jetzt vorbei? Also ich meine, es reicht für eine kleine Demo, vor allem wenn das Spiel gerade erst mit der Entwicklung angefangen hat, aber... Es gibt halt irgendwie die Einleitung, ein Kampf gegen einen Typen, der wahrscheinlich der Rivale sein wird. Und drei Orte, an denen du irgendein Viech bekämpfen kannst und fangen kannst. Ja, da ich jetzt nicht Lust habe, hier jetzt dumm rumzugrinden, würde ich sagen, das war Koromon, glaube ich. Ein Spiel, das es so noch nie gegeben hat. Komplett originelle Idee. Finde ich aber gut. Ich denke, sie werden damit super erfolgreich sein und sich nicht irgendwie die Fans gegen sich aufhetzen. Also bis zum nächsten Video und tschüss.